Wenn Oliver Hoffmann Sturm und Kälte in den Nacken ziehen, dann schlägt er wie alle den Kragen hoch und zieht die Schultern an. Das gibt wenig Schutz und sorgt für verspannte Nackenmuskeln. Deshalb schneiderte er sich einen zusätzlichen Kragen. Der besteht außen aus einem wasserdichten Segeltuch. Innen wärmt ein extra dickes Vlies. Der Kragen wird um den Hals gelegt und mit einem Klettverschluss geschlossen. Darüber kommt die Jacke. Es gibt verschiedene Varianten, ihn zu tragen. Ist es kalt, aber nicht windig, bleibt der Kragen unten und schützt den Hals. Kommt eisiger Wind dazu, schlägt Oliver Hoffmann die Ecken schützend über die Ohren. Diese Idee besitzt einen Gebrauchsmusterschutz.